Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Revolution Online. Und ja, wir haben zuletzt, waren wir ja eigentlich in der Arena von Erika. Das Ding ist, der Server ist mal wieder abgekackt und ich habe aber schon gemerkt, dass uns, dadurch, dass unsere Pokémon relativ viele Schwächen gegen die Pflanzen-Pokémon haben, uns noch etwas Training fehlt. Und deswegen habe ich beschlossen, erstmal hier lang zu gehen. Den hier müssen wir eigentlich... Ja, gegen den müssen wir kämpfen können, wollte ich gerade sagen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang und gucken, ob wir vielleicht das Relaxo sogar aus dem Weg bekommen. Das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir es ja sogar fangen, das hoffe ich eigentlich. Denn wir bräuchten eigentlich noch irgendein Pokémon, das gegen Erika Sinn macht. Und die, die wir bisher haben, machen halt gegen Erika so gar keinen Sinn, also taugen einfach nichts gegen sie. So, machen wir das erstmal und dann hauen wir den weg. Dann müsste hier auch eigentlich noch interessante Pokémon zu angeln geben. Aber das checken wir mal ein anderes Mal. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ja gut, Bubble Beam gegen Wasser-Pokémon war natürlich jetzt richtig schlau. Sorry. Ja, komm, übertreib mal nicht jetzt, ja? Ich hasse diese Attacken, die so 10.000 Mal einen angreifen. Immer noch nicht fürs nächste Level gereicht. Fuck. Und da unten ist der Relaxo. Das dachte ich mir nämlich, dass wir hier über diesen Weg dahin kommen. Aber ich glaube, wir haben nicht die Pokeflöte, um Relaxo aufzuwecken. Von dem her werden wir da wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber ich wollte es zumindest austesten. Und wenn ich es austeste und es dann auf einmal klappt, dann soll es nicht heißen, dass ich das nicht aufnehmen würde. Doch, das werde ich tun. Und deswegen seid ihr jetzt auch mit dabei. Deswegen mache ich überhaupt eine Aufnahme, weil eigentlich wollte ich nur trainieren. War mir aber dann doch nach kürzester Zeit zu langweilig. Somit habe ich beschlossen, hier erstmal den Weg abzuchecken. Und dadurch, dass ich ständig nicht verstehe, was ich aufsammle, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich sogar eine Pokeflöte gesammelt und es nur nicht mitbekommen. Ja, geil. Also habe ich nicht. Dann werden wir jetzt mal was anderes austesten. Und zwar, was wir hier für Wasser-Pokémon so fangen können. Magikarp, Stufe 24. Ja, Mann. Wir werden uns hier ein neues Magikarp, wir haben ja eins auf Stufe 16, werden uns hier mal ein neues Magikarp fangen. Eins, das noch höher ist. Einfach nur, weil das für die Erfahrung her noch geiler ist. Was laber ich? Nicht für die Erfahrung, sondern weil das von der Entwicklung her dann geiler ist. Denn wenn wir eins auf Stufe 25 oder so fangen, ich glaube, dann braucht es ein Level ab und dann haben wir ein Gyarados. Und das wäre natürlich relativ cool. Ja... auch besiegt. Oh, das bringt schöne Erfahrung. Das bringt geile Erfahrung. Shiftree. Ach ja, etwas, was ihr auch nicht mitbekommen habt durch den Absturz. Ich hatte in der Aufnahme, wo es abgestürzt ist, habe ich mir Shiftree gemacht. Also ich habe unseren wie hieß der andere noch? Haselnuss oder so? Nassleaf? Nassleaf, genau. Habe ich einen Blattstein gegeben und jetzt hat er sich entwickelt. Weil das war wichtig, dadurch, dass eigentlich er und Tauboss die einzigen Pokémon sind, die in der Arena wirklich was taugen in der nächsten. Denn die anderen haben alle die Pokémon als Schwäche, die da sind. Ja, komm. Alter, hier braucht das mit dem Angeln aber länger als in der anderen Stadt.
Oh, Faint Attack. Sehr schön. 6200 Erfahrung mal eben. Warum haben wir kein Level abgebekommen? Nicht aufsteigen müssen? Egal. Werden wir ja gleich sehen, ob es beim nächsten Mal klappt. Alter, hier braucht man echt viel öfter beim Angeln. Ich hatte euch diese Methode ja gezeigt, dass man so ganz gut trainieren kann. Aber wenn es so lange dauert, jedes Mal um einen einzigen scheiß Fisch zu fangen, dann macht das natürlich keinen Sinn. Wobei die sehr viel Sinn machen mit 5600 Erfahrung. Da racker ich mich oben in der Höhle ab für. Da brauchen wir um die 5 Gegner, um so viel... Ja, gut. Um die 3-4 Gegner, um so viel Erfahrung zu bekommen. Also kann man da auch mal ein bisschen länger warten. Jetzt geht's... Jetzt haben wir einen besseren Lauf. Ja, sehr schön. So kriegen wir den auch relativ schnell auf Stufe 40, so wie die anderen. Ja, sauber, schon wieder ein Tentakel. Wobei hier noch zwei mit Fragezeichen sind, die würde ich auch gerne mal fangen. Da ist das Snorlax. Das wollen wir auf jeden Fall auch fangen. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig, die Folge. Gut, jetzt habe ich aus Versehen Cut eingesetzt. Fuck, und das ist auch noch sehr effektiv, was der einsetzt. Egal. Weg damit. Haben wir gleich Stufe 38. Nee, aber hier kann ich euch jetzt im Prinzip mal zeigen, so trainiere ich meistens. Weil so kommt man einfach richtig schnell voran, weil man nicht die ganze Zeit hin und... Beim Hin- und Herlaufen braucht man mal... wenn man nicht einen Fehler macht immer wieder... Bei dem Hin- und Hergelaufe braucht man meistens länger, um Gegner zu finden. Außerdem bringen diese Wasser-Pokémon unglaublich viel. Wie ihr selber seht. Mit 5800 ist es schon ordentlich. Ich wünschte nur, hier würde nochmal ein... Ja, starkes Karpador kommen, aber irgendwie... Oh, Alter, was habe ich denn jetzt mit Cut, ey? Komm. Dann hau ich jetzt nochmal Cut raus. Nehmen wir mal wieder noch eine andere Stelle. Warte mal, wir nehmen mal hier ganz am Ende. Hallo? Geht hier gar nichts, oder was? Alter Schwede, wie lange man manchmal braucht an manchen Stellen. Das ist krank. Immer wieder Tentakel, sehr geil. Wenn man schon immer sieht, wie viel Erfahrung man danach hat, nachdem man es besiegt hat. Aber bei dem anderen Angelplatz in der Stadt von Major Bob, Villian oder sowas heißt die,
Da hatte ich halt alle drei Male, wo ich die Angel ausgeworfen hatte, spätestens wieder einen Gegner an der Angel. Und hier ist es ja mal so gar nicht der Fall. Wenn das nur so gehen würde, die ganze Zeit, dann würde man blitzschnell seine Pokémon hochbekommen. Aber zwischendurch hast du halt wieder diese Flaute-Phase, ne? Aber trotzdem, die bringen so viel mehr als die in der Höhle zum Beispiel. Da bringt der beste 3000 oder so. Weil die halt mittlerweile auch schon ein bisschen low für einen sind. Kakashi. Ich bin ja ein großer Naruto-Fan. Warum kriege ich nur weibliche Karpados? Das ist nicht in Ordnung. Na? Jetzt ist es wieder so eine ganz schlechte Phase. Na? Uhuhu. Ey, jetzt kriegen wir wieder hier nur noch weibliche Cover dort, oder was? Komme ich ja nicht vorwärts. Da ist mal wieder ein Tentacool. Pabam. So Leute, wir machen an dieser Stelle mal eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lasst. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir dann auch gegen die Arena-Leiterin, wie hieß sie nochmal, Maike oder so, antreten. Und dann, ja. Wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und bis dann. Ciao.